guckt auch ein bisschen panisch, ne? Ja, das ist noch nicht panisch, glaube ich. On a dark desert highway, cool wind in my head, warm smell of colitis rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had a star for the night. And there she stood in the doorway. I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, and I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. It's such a lovely place. It's such a lovely fate. Oh, plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night, just to hear them say. Such a lovely place, such a lovely face. They're living it up at the Hotel California. What a nice surprise. Bring your alibi. Wie heißt du denn? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ich bin Lars Billekens, ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus dem wunderschönen Gelternkapellen am Niederrhein. Lars, jetzt wenn ich dich sehe, sehe ich, okay, du bist einfach ein cooler Typ, der übergeil singt und super Gitarre spielt. Aber wenn man dich nicht sieht, denkt man, ah ja, okay, das ist halt einfach alles, was geht. Jetzt habe ich das Gefühl, es geht noch viel mehr. Und da musst du mir auch helfen ein Stück weit, Lars, indem du mir ein Signal gibst, dass du bist. Ja. Und nicht einfach den Song perfekt nachspielen. Und das ist schade. Ist echt schade, ist echt schade. Ich habe es ein bisschen rausgehört, ich nehme dich ein bisschen in Schutz. Du warst schon zu hören, aber da waren ein paar Stellen in dem Gesang, wo du fliegen könntest und du hast die abgelehnt. Du hast gesagt, no, 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 I don't go there. So, und das ist schade. Bitte arbeite daran, weil das ist der Geschenk. Du hast es, du hast davon nicht ganz ausgepackt. Aber vielen, vielen Dank für die Performance, Lars. Danke sehr. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Vielen Dank. I'll take you out. War sehr geil, ehrlich. Da war Musik auf der Bühne. Erstes Mal auf der Bühne stellt man sich, glaube ich, anders vor, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Aber ich denke mal, damit kann ich gut leben und ich brauche ein Bier.